Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer weiteren Folge Destiny 2. Schön, dass du mit dabei bist und vielen Dank an alle, die meine letzten Videos geschaut haben. Wir gehen mal ins Inventar rein und schauen, was wir alles zerlegen können. Wir haben hier noch einen 82er Helm. Ja, ich würde sagen, ein 56er, okay. Aber alles unter 55 zerlegen wir. Den 82er behalten wir mal. Gesamt 60. Okay. Bei den Rüstungen dann weg. Die 82er. Erhalten wir auf jeden Fall. Die werden wir infodieren. Hier die 57er, die tun wir behalten. Sind, ja, die sind auf Stärke. Okay. Den behalte mal. So. Nein, nein, es kann nicht so einfach sein. Oh. Also ich muss jetzt auf jeden Fall aufpassen, dass ich das nicht zerleg. 79er, das kann alles weg. Den 80er können wir behalten zum Infodieren in den hier vielleicht. Und auch weg. Auch weg. So. Dann gehen wir einmal an den Tresor. Ich würde gern die Waffen ablegen. Die schaue ich mir nämlich in Ruhe dann wieder an. Ob da was dabei ist, das wir gebrauchen können. Ein 81er. Weg mit euch. Okay, sehr schön. Saison des Widerstands. Haben wir Progress gemacht? Nein, haben wir nicht. Aber wir können einiges im Seasons Pass abholen. Auf 91 haben wir die Techian-Insignien Panzerweste. Einen Widerstandsschlüssel. Everversum-Engramm. Ein paar Raid-Banner. Aszendentenbruchstück ist immer gut. Aszendenzlegierung. Ein Klangstaub. Nochmal eine Insignie, ein Everversum-Engramm und ein Exo-Engramm. Himmelsbrennerreit. Ein Scout-Gewehr, ein exotisches. Verlängerter Lauf, vergrößertes Magazin. Für das Imperium. Dies ist eine vollautomatische Waffe, die die Kabalen zusätzlichen Schaden zufügt und Phalanx-Schilde durchbringt. Richtig gut, die hätte ich mal früher gebraucht. Halbschaft, diese Waffe ist besonders leicht zu halten, erhöht Handhabungstempo deutlich. Die intrinsische Eigenschaft, Kugelgewehr. Diese Waffe feuert explodierende Kugeln ab. Bei Verwendung der Zielvorrichtung triffst du direkt und schnell. Beim Feuern aus der Hüfte verursachst du größere Explosionen, die das Ziel versengen. Sehr cool. Eine coole Solarwaffe, glaube ich. Scoutgewehr, interessant. Packen wir mal in den Tresor. Dann machen wir einen Abstecher zum Kryptarchen. Ah, sollen wir dann anfangen? Verbesserungsprismen. Ja, die können wir hier auch kaufen, okay. Oder tauschen gegen Verbesserungskern, weil die brauchen wir, um unsere Rüstungen mal abzugraden. Aber davor zur Poststelle. Hier liegt doch auch einiges rum. Eine Volta-Klammer, ein Automatikgewehr und noch eine Handfeuerwaffe. Ja, einiges drin. Können wir bei ihm die 2 Engramme noch öffnen? Ja, perfekt.
Nochmal ein Tresor, die Waffen ablegen. Die Volta-Kammer, die muss ich mir genauer anschauen. Das ist ein ziemlich gutes Scharfschützengewehr, finde ich. Und zu guter Letzt haben wir noch ein paar Evaversum-Engramme. Das Evaversum hat die besten Sachen. Ein Warlock-Ornament. Können wir das hier anschauen? Zeig mal her. Wow, heftig, okay. Einmal entsperren. Dann schauen wir mal rein. Würde die nämlich gern mal anlegen. Gültige Adresse. Der Turm ist leer, oder? Es ist ein Versprechen. Ja, der ist, glaub schon, der ist schon besser. 56. Einmal die Mods raus. Dass wir den Urzustand sehen. Ein 53er, ja. Ja, Intellekt. Ja, Intellekt und Belastbarkeit. Intellekt ist für die Abklingzeit von der Super. Ja, weiß ich nicht. Einmal die Disziplin wieder rein. Super Energie. Wir passen den mal an. Aussehen. Aber es fühlt sich gut an. Und das ist ja, es sieht schon cool aus. Okay, wow. Habe ich den für die... Ja, perfekt. Auch mal anwenden. Ja, so langsam. Hier haben wir noch nichts. Ja, sieht doch ganz okay aus. Cool. Dann kehren wir zurück auf den Mond. Und gehen zum Kampagnenbanner. Let's go. Ja, parallel haben wir die Essenz der Eitelkeit noch. Da sollen wir den Hornkranz finden. Da muss ich mal schauen, wo wir den finden können. Ich habe so eine leichte Vermutung, aber wirklich sicher bin ich mir nicht. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Kampagnenmission. Neues Ziel. Wieder völlig unvorbereitet gehe ich hier rein. Ich wollte dieses Automatikgewehr auf jeden Fall und wir nehmen die Trichternetze mit rein. Blinde Hingabe ist eine gefährliche Sache. Aber als es um Crota ging, wusste Omnigul keinen anderen Weg. Sie stellte für ihn eine Armee der Schar auf und tötete eine Unzahl an Hütern. Omnigul hinterließ eine Spur des Leids. Und dieses Leid nutzt die Pyramide nun gegen uns. Sie erwartet, dass wir vor jenem fallen, was wir gezwungen haben. Nicht heute. Macht es jetzt schon Sinn, diesen Umhang auszurichten mit Traumfluch? Probier es einfach mal.
sehr, sehr geil. Sieht echt mega gut aus. Fällt mir. Hier drüben haben wir ein paar. Mal auf die Granate wechseln. Geht mit euch. Können wir den da rüberschmeißen. Daneben natürlich. Tiefer rein. Wo waren die da? Ja, eine Granate ist noch geladen. Mir die Granaten. Hexen. So, einmal. Neben. Aufpassen. Ich spreng mich selber in die Luft. Verdammt. Einfach selber in die Luft gesprengt. Oh. Okay. Neuer Versuch, neues Glück.
Schon wieder immun. Jawohl, perfekt. Alice, der Omnibul-Albtraum ist erledigt. Jedenfalls im Augenblick. Hast du noch mehr Essenz bekommen? Haben wir. Aber eigens dem Albtraum zugehörige. Ich verstehe. Wir lüften gemeinsam ihre Geheimnisse. Bis dahin wartet die Schar in der Scharlachfestung auf dich. Sag mir, was du dort findest. Eine weitere Essenz. Einmal zum Orbit zurück. Und dann kehren wir zu Eris. Essenz der Pein. Die Reinigung dieser Essenz gewährt ein Ausrüstungsteil. Schließe tägliche Beutezüge von Eris Morn ab. Okay. Sie Lord Mond und die Heiligtümer. Lass uns anfangen. Du hast weitere Albtraumessenzen gesammelt, aber dir fehlen Schar-Kuriositäten, um mehr Traumflugrüstungsteile herzustellen. Nach der Erkenntnis, dass die Schar sich irgendwie vor den Albträumen schützen kann, erfuhr Eris von einer dunklen Macht im Inneren der Scharlachfestung. Diese Macht könnte die Antwort auf die Frage sein, wie sie sich schützen konnten, und der Schlüssel zur Fertigung weiterer Traumflugrüstungsteile. Untersuche die dunkle Magie im Inneren der Scharlachfestung. So, wir können ihre Beutezüge mitnehmen. Sammle Heliumfilamente. Besiege Gefallene in der Schützenlinie. Benutze eine beliebige Kinetikwaffe, um Feinde mindestens in Dreiersträhnen zu besiegen. Wow, okay. Und eine beliebige Powerwaffe, auch in Dreiersträhnen. Nicht schlecht. So, was haben wir noch gekriegt? Besiege Kämpfer mit Solarschaden, besiege Kämpfer mit Granaten, mit einer Handfeuerwaffe, Sphären der Macht erzeugen und Automatikgewehr. Automatikgewehr ist überhaupt kein Thema. Ich frage mich gerade, da ist sie, die Sonnenschuss. Wir gehen hier drauf und wählen die Sonnenschuss. Ich hatte ja gesagt, ich habe eine Vermutung, wo diese Kammer der Nacht sein könnte für den Hornkranz. Und lasst uns mal hier hingehen. Ja, wir nehmen mal die Sonnenschuss. Ja, geht ganz gut. Oh ne, Altäre der Sorgen habe ich jetzt eigentlich keine Lust zu machen. Okay, Festung der Schatten. Hier kommen wir runter. Was haben wir hier vorne? Ja, wir gehen mal hier rein. Und erkunden einfach mal hier das Gebiet. Unermesslicher Abgrund.
Ja, hier kann man sich halt auch krass verlaufen. Ich hab keine Ahnung. Na, hier kommen wir wieder nach draußen. Und jetzt kommen wir nicht mehr. Doch. Ja, ich weiß es nicht. Ja, es muss nicht so sein. Vielleicht ist die auch ganz woanders. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe jetzt irgendwie das Gefühl gehabt, ich gehe einfach nochmal hierher zurück. Hier ist auf jeden Fall die Pyramide. Sieht schon richtig mega aus. Muss mir das nochmal im Detail so ein bisschen kurz genießen. Hopp. Und sterben dabei. Sehr cool. Wirklich sehr cool. Ja, wahrscheinlich ist es Zeitverschwendung, dass ich hier jetzt gerade rumrenne, aber ansonsten habe ich echt keine Ahnung, wo die Kammer des Knights sein könnte. Nee, hier ist nix. Hier ist nix. Schwierig, schwierig. Ja, dann kehren wir hierher zurück in die Schützenlinie. Gehen wir dahin. Einmal die Schnellreise. So. Was haben wir hier hinten? Hier ist ein Durchgang. Da war ich noch gar nicht da. Lass uns das mal zusammen erkunden. Jetzt muss ich hier, glaube ich. Ja. Hier durch. Tempel von Crota. Kammer des Knights, wo bist du? Ja, hier kann ich ja nur... Na, hier komme ich nur weiter. Ja, die Sonnenschuss ist schon auch eine richtig gute Waffe. Ja, der einzigste Weg ist hier weiter nach unten. Da komme ich nicht weiter. Nö. Ja, doch, dahinter komme ich auf jeden Fall.
Komme ich hier weiter? Nein. Aber hier komme ich auf jeden Fall weiter. Hier geht es nur tiefer rein. Ah, den anderen Durchgang habe ich als erstes entdeckt. Was bist denn du? Ein Schmetterling. Hi. Ich gehe erstmal hier entlang. Den anderen Weg, der war ja für diesen einen Albtraum, wo mir gejagt habt. So. Nein. Hier geht gar nichts. Es wäre jetzt schon noch cool, wenn wir die Kammer des Knights findet. Dahinter geht's. Hier sind wir hergekommen. Ja, dann gehen wir einfach nochmal den einen Weg, wo wir in der letzten Quest auch gelaufen sind. Vielleicht geht's ja dort noch irgendwie weiter. Bin ich jetzt hierher gekommen, oder? Ja. Okay, das heißt, dahinter war ich noch nicht drin. Hier haben wir nix. Komme ich auch nicht weiter. Und hier komme ich wieder nach draußen. Da ist auch nichts. Richter und wir gehen auf die Quecksilber. Wir können hier lang und wir können hier lang. Das ist unerforschtes Territorium. Soweit waren wir noch nicht drin. Kammer der Nacht. Wir wollen aber die Kammer des Knights, oder? Nee, Kammer der Nacht. Ja, wie komme ich auf Kammer des Knights? Ja, perfekt. Genau das wollte man. Sehr cool. Was haben wir denn hier? Oh, jetzt ist sie weg. Jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir hier hin?
Die Einwegballistik haben wir auch abgeschlossen. Was brauchen wir noch? Granate, Sphäre der Macht. Wir können hier rechts, wir können hier links, wir können geradeaus. Das ist nur eine Kammer. Eine kleine. Das wird auch nur eine kleine Kammer sein. Hier spawnen Gegner. Bei denen könnte ich mir das gleiche vorstellen. Oder die sind sogar miteinander verbunden. Okay, mit der epischen Aussicht nach da vorne würde ich gerne die Folge beenden. Wir sind zeitlich sonst ziemlich überzogen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr mit dabei wart. Wir machen an dieser Stelle in der nächsten Folge direkt weiter und hoffen, dass wir diesen Kranz in der Kammer der Nacht finden. Ich bedanke mich recht herzlich, macht's gut und ciao, ciao.